Abteilung Warentest hat die besten Salami-Tiefkühlpizzen getestet. Und wir von Bild wollen jetzt mal schauen, ob wir das genauso sehen. Jeder Deutsche isst im Schnitt 11 Tiefkühlpizzen pro Jahr und am liebsten die Pizza Salami. Wir haben das jetzt zum Anlass genommen, mal einen Test zu machen. Die Reichweite geht da von 83 Cent bis 4,50 Euro. Den Testverlierer, wenn man so will, haben wir unseren Testern hier erspart, denn da war Maschinenöl zu finden. Wie oft esst ihr denn Tiefkühlpizza? Ganz, ganz selten, ehrlich gesagt. Einmal im Jahr vielleicht. Als Student jeden Tag, muss ich sagen, aber ist schon lange zurück und inzwischen gar nicht mehr. Ah, okay. Ja, ich esse auch gerne Tiefkühlpizza und deswegen würde ich sagen, wir testen einfach mal los. Fangen mit der Nummer 1 an. Ich würde sagen, wir greifen einfach mal zu. Ja, kommt mir nicht ganz unbekannt vor. Es ist durchaus saftig. Den Rand habe ich jetzt nicht, sieht aber knusprig aus. Da müsste ich jetzt nochmal testen, aber nicht schlecht doch. Sehr saftig. Ich fand es auch ziemlich tomatig. Ronja? Also mein Fall ist es nicht wirklich. Ich mag den Teiggeschmack nicht. Der ist mir zu dominant und die Tomate ist auch nicht so ganz mein Fall. Jetzt kommen wir also zur zweiten Pizza, die von der Stiftung Warentest getestet wurde. Und ich würde sagen, wandern die Stücke. Ja, die Salami-Stücke sind natürlich deutlich kleiner. Ich finde aber, dass die Salami hat mir besser geschmeckt, muss ich sagen. Also die war ein bisschen würziger. Ich würde sagen, Dirk, was sagst du diesmal dazu? Also ich würde sagen, wenn ich mir gekauft hätte, würde ich auf keinen Fall ein zweites Mal kaufen. Die erste Pizza gefällt mir deutlich besser. Schmeckt irgendwie relativ labbrig und billig. Ich finde die auch nicht sonderlich gut, aber etwas besser als die, weil bei der ersten war mir einfach der Tomatengeschmack zu dominant. Was aber hier irgendwie ein bisschen komisch ist, die hat einen ganz merkwürdigen Geschmack, den ich gar nicht einordnen kann. Nach zwei Pizzen gehen die Meinungen etwas auseinander in der Runde. Zeit für die dritte Pizza. Bitte los. Ist schon jemand so weit und kann ein Urteil fällen? Ronja? Ich muss sagen, obwohl die jetzt schon total kalt ist, schmeckt die mir eindeutig am besten. Ich persönlich finde, dass der Käse auf jeden Fall am besten schmeckt hier. Ich finde sie sehr trocken. Bei mir ist sie fast am Ende der Liste. Das ist interessant, okay. Dirk, jetzt kommt es auf dich an. So, ich finde Käse echt gut, muss man sagen. Salami weniger gut. Wenn man es insgesamt beurteilt, frage ich mich schon, warum ich sowas früher mal gegessen habe. Eine Katastrophe, wenn man ehrlich ist. Wir haben jetzt den Testsieger probiert, die teuerste Pizza und die beste, günstigste Pizza. Und jetzt wollen wir mal gucken, welche von den 1, 2 oder 3, wir wissen ja nicht, welche Pizza jetzt letzten Endes welche ist. Was noch fehlt, ist die Auflösung und da zeigt sich, wir haben genauso abgestimmt wie die Stiftung Warentest. Der Testsieger ist auch bei uns die Backfrische von Wagner. Witzigerweise hat die teuerste Pizza von uns keine Stimme abbekommen. Hat halt eben nicht so gut geschmeckt. Und als letztes die Pizza von Aldi Nord hat immerhin eine Stimme von den Vieren von uns abbekommen. Und damit bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und guten Appetit beim nächsten Pizzakauf.